Da ging es um vieles, was zur Tradition der sozialen Demokratie zählt. Vor allem anderen Freiheit, gesicherte Bürgerrechte, aber auch soziale Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit. Für mich war das, was in den Jahren 89-90 in der DDR passierte, eine Revolution für die Freiheit. Die Chance, die der langsame Niedergang der DDR bot, haben eben einige Mutige ergriffen. Dann folgten immer mehr Menschen, die Freiheit wollten, Freiheit, Demokratie und natürlich auch ein gutes Leben. Anders wäre die deutsche Einheit auch nicht zu schaffen gewesen gegen die Widerstände im Osten und im Westen. Es war eine demokratische Bewegung, die das Misstrauen gegen ein vereintes, vergrößertes Deutschland überwunden und Armeen buchstäblich entwaffnet hat. Keiner Regierung wäre das ohne die Menschen auf der Straße in der ehemaligen DDR gelungen. Die ostdeutsche Sozialdemokratie, die sich im September 90 mit der SPD in Westdeutschland zusammenschloss, war ein Teil dieser Revolution. Da waren eben keine Blockflöten, die Mitgliederkartei Immobilien und Vermögen aus 40 Jahren Nationaler Front in die Vereinigung mitbrachten. Wolfgang Thierse hat in seiner Rede auf dem Vereinigungsparteitag 1990 formuliert, was die Ostdeutschen in die Einheit und die geeinte SPD einbringen. Er sagte damals, wir selbst, also Menschen, kommen mit unseren Erfahrungen und unseren individuellen Biografien, unseren Hoffnungen und Ängsten, unserem Wissen und Können, unserem Fleiß und unserem hilflos guten Willen. Ich denke nicht, dass wir aus der DDR mit gesenktem Haupt, also demütig, in die deutsche Einheit gehen müssen. Nein, Wolfgang und alle anderen, demütig müsst ihr nun wirklich nicht sein. Ihr habt die erste erfolgreiche demokratische Revolution in Deutschland vollendet, auf friedliche Weise. Ihr wart von Beginn an und ihr seid eine Bereicherung für unsere Partei und auch für unser Land. Diese Tat wird in Zukunft ebenso zum festen Erbe der SPD zählen, wie die Geburtsorte der Sozialdemokratie in Sachsen und Thüringen. Die Mitbegründer der ostdeutschen Sozialdemokratie, und ich nenne hier stellvertretend für viele andere nur Markus Meckel, Christine Bergmann, Martin Gutzeit oder Regine Hildebrandt, haben der sozialen Demokratie in Deutschland mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Dass wir Deutschen die Einheit unseres Landes in Freiheit und Frieden mit unseren Nachbarn erreicht haben, ist wirklich ein Grund zu bleibender Freude und Dankbarkeit. Aber Hans-Jochen Vogel hat, ohne die Freude schmälern zu wollen, schon beim Vereinigungsparteitag 1990 auf einen sehr wichtigen Punkt hingewiesen. Künftig, so sagte er, wird aber nicht mehr gefragt werden, ob das, was bei uns geschieht, besser ist als drüben, sondern ob es gut ist, ob es auf Dauer zu verantworten ist, ökologisch und sozial vor allem. Ich bin mir sicher, dass Hans-Jochen Vogel zustimmen wird, wenn ich sage, dass nicht alles gut geworden ist. Ich bin überzeugt, dass die meisten die Freiheit schätzen, die sie gewonnen haben. Und ich spreche hier wirklich nicht nur von Reisefreiheit. Das alte Überwachungs- und Gängelungssystem der DDR will niemand zurückhaben. Aber es hilft vielen Menschen nicht, wenn es heute besser ist, als es in der DDR war. Die Frage von Hans-Jochen Vogel war ja, ist es gut? Manche hier wissen vielleicht, dass ich inzwischen so eine Art Beute-Ossi geworden bin, mit Zweitwohnsitz in Magdeburg. Das führt dazu, dass man ältere und vor allem auch jüngere Menschen kennenlernt, die in der DDR aufgewachsen sind oder doch ihre Kindheit dort verbracht haben. Was ich dort häufiger erlebe, ist ein ganz großes regionales Selbstbewusstsein. Es erwächst meist aus großer persönlicher und beruflicher Leistung, aber auch aus einer ganz eigenen ostdeutschen Biografie. Das gilt durchaus auch für Jüngere und es ist nicht selten gepaart mit Distanz zu manchem aus Westdeutschland, das als überheblich und bevormundend empfunden wird. Insofern war der Hinweis darauf, dass die DDR und auch die ostdeutschen Sozialdemokraten mit erhobtem Haupte kommen, etwas, woran man heute unbedingt erinnern muss. Es gibt keinen Grund, sich allein für seine Biografie, die man in der DDR verbracht hat, zu schämen. Und niemand aus Westdeutschland ist besser
weil er das Glück hatte, nicht unter der Diktatur leben zu müssen und deshalb auch keine Not hatte, sich zu entscheiden, ob er sich anpasst oder nicht. Das Gefühl, dass der Westen alles übernommen hat, den kann man selbst dort sehen, wo es wirklich um Schlechtes oder Schwieriges geht. Ich war gerade in Halle und der Abriss von 5 fürchterlich aussehenden Hochhausscheiben in Halle, in denen seit Jahren niemand mehr wohnt und auch in Zukunft niemand mehr wohnen wird, wird zum Beispiel dort zum Teil und öffentlich als Versuch der Westdeutschen bezeichnet, die letzten Reste der DDR-Architektur zu tilgen. Das mag für uns absurd klingen, aber es weist darauf hin, wo Menschen ihre Gefühle und Emotionen und ihre Bindung an ihre Heimat und ihre eigene Biografie in unserem geeinten Deutschland vernachlässigt sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dem Osten wurde nach der Vereinigung ein harter Transformationsprozess zugemutet, der noch nicht zu Ende ist. Das hat das tägliche Leben jedes Einzelnen dort natürlich verändert. Viele Menschen im Osten hatten und haben manchmal noch heute das Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein. Es gab westdeutschen Hochmut, es gibt ihn immer noch. Es gab Raubrittertum und es sind nicht immer die Besten zum Aufbau Ost nach Ostdeutschland hinübergeschickt worden. Und es gab auch einen Mangel an Respekt gegenüber der Leistung und Erfahrung der Ostdeutschen, der bis heute bei vielen nachwirkt. Hier bleibt noch einiges zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Lebensleistung der in Ostdeutschland aufgewachsenen Menschen deutlich mehr wertschätzen, auch öffentlich. Sie haben nicht nur die Einheit herbeigeführt, sie haben vor allem vor und nach der deutschen Einheit weit mehr Belastungen ertragen müssen, als wir als westdeutsche Politiker es jemals getraut hätten, von unserer Bevölkerung abzuverlangen. Im Durchschnitt geht es den Menschen in Deutschland materiell besser als 1989, auch im Osten. Wir finden überall in der ehemaligen DDR Beispiele für enorme Tatkraft, mit der Menschen dort den Wandel angepackt haben. Auch in Ostdeutschland ist eine vielfältige mittelständische Wirtschaft entstanden. Ihr Spektrum reicht vom expandierenden Eissalon in Rheinsberg bis hin zum weltgrößten Hersteller von Solarpanels in Bitterfeld. Und Mecklenburg-Vorpommern ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen für ganz Deutschland. Und dass die Wachstumsdynamik in den ostdeutschen Ländern und besonders in Brandenburg nach der Krise im letzten Jahr besonders stark ist, das kann uns alle miteinander nur freuen. Ich kann die Liste von oder könnte die Liste von Erfolgen in Ostdeutschland fortsetzen. Die Infrastruktur ist da im guten Zustand. Die Innenstädte in der ehemaligen DDR sind heute wieder bewohnbar. Der Raubbau an der Umwelt ist beendet worden. In Flüssen und Seen steckt wieder Leben. Auch die Industrien sind heute beispielhaft sauber. Und glauben Sie mir, das liegt nicht alles nur daran, dass so viele Industriestandorte dicht gemacht worden sind. Heute ist Ostdeutschland ein Zentrum von Umwelttechnik und erneuerbaren Energien. Die Hochschulen in Ostdeutschland sind spitze. Und wie selbstverständlich studieren heute junge Menschen aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus vielen anderen Ländern Europas hier in Ostdeutschland. Das alles finde ich gut und ist ein großer Fortschritt. Und lieber Hans-Jochen, das ist richtig gut, wenn man fragt, was gelungen ist. Wenn wir heute zurückblicken auf 20 Jahre deutscher Einheit, dann ragt die Leistung der Menschen in Ostdeutschland beim Umgang mit einem in der Geschichte einmaligen Umbruch wirklich heraus. In Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und Sachsen, um die Leistung, die dort erbracht wurde, beneidet uns die ganze Welt. Zwei Dinge höre ich immer wieder, wenn ich mit den Menschen in Ostdeutschland spreche. Es geht um fehlende Arbeit und es geht um das weit verbreitete Gefühl fehlender Anerkennung und damit eben, wie gesagt, manchmal als Bürger zweiter Klasse im vereinten Deutschland zu erscheinen. Ob das berechtigte Gefühle sind, spielt ja gar keine Rolle. Sie sind einfach da. Und wie die wir in der Politik tätig sind, müssen damit umgehen. Klar ist, Menschen, die keine oder keine befriedigende Arbeit haben, nehmen immer weniger teil am öffentlichen Leben. Im Osten Deutschlands ist das zum Lebensgefühl ganzer Regionen geworden. Und manchmal kann man erkennen,
das Maria Hodas Studie aus den 20er Jahren mit dem Titel »Wie viel Arbeit braucht der Mensch?« auch heute sich immer noch bestätigt, denn die Entwicklung zur Vereinzelung und bis hin zum Rechtsradikalismus sind unübersehbar. Ich höre dann oft Sätze wie »Soziales, was Arbeit schafft«. Aber ist wirklich jede Arbeit besser als gar keine Arbeit? Das kann nur jemand sagen, der einen befriedigenden Beruf ausübt. Sage ich das jemandem, der früher Werkzeugschlosser war oder heute in der Arbeitsagentur Gelegenheitsjobs vermittelt bekommt, dann klingt das für die Menschen oft wie Hohn in ihren Ohren. Dieser Unterschied in der Wahrnehmung zwischen den sogenannten Eliten und vielen Betroffenen hat zu einem tiefgreifenden Entfremdungsprozess zwischen Regierenden und Regierten geführt, nicht nur in Ostdeutschland. In ehemaligen Industriegebieten, auch in der ehemaligen DDR, hat Arbeit die persönliche Identität geprägt und begründet. Im Osten ist das 1990 auf einen Schlag weggebrochen und wir müssen uns darüber klar sein, dass geringfügige Beschäftigung gerade die Menschen, die einmal einen qualifizierten Beruf ausgeübt haben, besonders hart trifft. Deshalb dürfen diese Beschäftigungsfragen keine Dauerlösung, sondern immer nur wieder Ein- und Aufstiegshilfe sein. Für mich ist das der Schlüssel zur täglichen Einheit Deutschlands: gute Arbeit und fairen Lohn. Ich bin überzeugt, wir sind und wir brauchen eine Arbeitsgesellschaft und keine Welt, in der Arbeitslosigkeit und eine bedingungs- und anspruchslose Grundsicherung der Normalfall sind. Die Realität Deutschlands für viele Menschen ist doch, sie erleben eine Gesellschaft, die Einstieg und Aufstieg immer noch viel zu oft blockiert. Eine Gesellschaft, die Lasten und Chancen unfair verteilt. Eine Gesellschaft, die Sicherheiten nimmt, weil sie Unsicherheit als Anstoß für Leistung nutzen will. Genau das meinen doch die Marktradikalen, wenn sie von Anreizen sprechen. Und sie haben ein seltsames Menschenbild, wenn sie glauben, ausschließlich der harte und grenzenlose Wettbewerb würde Menschen zur Leistung veranlassen. Zu viele Menschen in unserem Land, im Osten wie im Westen, leben heute in Unsicherheit über ihre Zukunft und in Sorge, dass sie von Abstieg bedroht sind. Ihnen müssen wir neue Sicherheit geben, ganz egal, wo sie im vereinten Deutschland oder in Europa leben. Wer sich wirtschaftlich abgehängt fühlt, verliert schnell den Glauben an echte Teilhabe. Sozialdemokraten haben das 1990 schon ein anderes Denken gehabt. Markus Meckel hat bei der Gründung der SDP in Schwante eine programmatische Erklärung vorgetragen. Er begründete darin, warum man eine sozialdemokratische Partei gründen wollte. Er sagte damals: Mit der Wahl des Namens Sozialdemokratische Partei in der DDR stellen wir uns bewusst in eine alte Tradition. Der Grundcharakter der deutschen Sozialdemokratie war von Anfang an das Eintreten für die Benachteiligten im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozess. Dabei war der Ansatz von vornherein nicht paternalistisch, sondern lag in der Mobilisierung der Betroffenen, die in der SPD zum Subjekt ihres eigenen Befreiungskampfes wurden. Zitat Ende. Lieber Markus, ich weiß nicht, ob die Kommunikationsabteilung des Willy Brandt-Hauses das auch so formulieren würde, aber recht hast du gehabt. Von heute aus gesehen steckt scharfe Kritik an den Umständen des Beitritts in diesen Sätzen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass mit diesen Sätzen ein Wunderpunkt berührt wird, als Matthias Platzek das Wort vom Anschluss für die Umstände der Vereinigung benutzt hat, gab es einen Aufschrei, vor allem bei Konservativen. Ich fand es ehrlich gesagt befreiend, dass über die unterschiedlichen Wahrnehmungen der deutschen Einheit einmal offen diskutiert werden kann. Es geht ja nicht um Kritik an der Einheit, sondern es geht um die Frage, wie wir uns mit größerem Respekt und größerer Achtung begegnen. Das wird sicher allen gut tun. 20 Jahre deutsche Einheit, 20 Jahre einer vereinten SPD. Ich sehe darin einen Anlass zu erinnern, dass Demokratie für unsere Bürgerinnen und Bürger erfahrbar und erlebbar sein muss, konkret in ihrem täglichen Leben. Demokratie muss wieder zu einer Erfolgsgeschichte werden für die vielen in unserer Gesellschaft. Die Krise des Denkens nach der Finanz- und Wirtschaftskrise können wir begegnen mit dem Hinweis auf die große Kraft, die in demokratischen Bewegungen steckt. Damit ist der optimistische Kern der Revolution von 1989-90 gemeint und darin liegt für mich die Zuversicht bezogen auf unsere gemeinsame Zukunft in Deutschland und Europa. Gesetzmäßigkeiten der Geschichte gibt es eben nicht.
Die Zukunft ist offen. Gemeinsam, solidarisch können Menschen die Dinge zum Besseren wenden. Das ist eine zutiefst sozialdemokratische Botschaft und eine Ermutigung, weiterzuarbeiten für eine starke SPD in Ost und West, die sich zuallererst immer der Freiheit verpflichtet fühlt und nicht nur der Freiheit von Unterdrückung und Diktatur, sondern auch der Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben. Zu dieser Freiheit gehören gute Arbeit, und demokratische Teilhabe. Chancengleichheit gehört dazu. Ebenso Respekt und Anerkennung für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Diese Freiheit steht jedem Bürger und jeder Bürgerin in Deutschland zu, gleich in welchem Teil des Landes er oder sie lebt und gleich aus welchem Land sie zu uns gekommen sind. Freiheit muss heute überall in Deutschland durchgesetzt werden gegen die, die glauben, dass ihre Freiheit des Gewinnstrebens über allen anderen Formen der Freiheit stehen soll. Seit 1989 beweisen die Menschen auch in Ostdeutschland, dass sie die Kraft und die Fähigkeit besitzen, die Verhältnisse zu ändern und ihr Leben und ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Trauen wir es ihnen und uns endlich zu. Arbeiten wir zusammen, damit wir das, was uns vielleicht noch trennt, in unseren Köpfen dauerhaft überwinden können und damit es nicht nur besser ist als früher, sondern auch wirklich gut. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.